Hallo, herzlich willkommen. Wir haben hier heute ein Microsoft Surface Tablet PC, ein Gerät, was von Microsoft extra so gebaut wurde, um die Reparatur zu erschweren. Ich benutze hierfür eine Heizmatte und Sprühöl, um die feste Displayverklebung zu lösen, denn das Display ist hauchdünn und zerbricht sehr leicht beim Öffnen des Gerätes. Nachdem hier der Akku getauscht wurde, fehlt hier komplett die Versorgungsspannung an dem Gerät. Das ist komplett tot. Hier liegt noch nicht mal die 3,3 Volt Spannung an. Und ich zeige euch hier heute, wie wir da vorgehen können. Ich werde euch auch in einem weiteren Video noch zeigen, wie ihr die Geräte gefahrlos öffnen könnt. Deswegen abonniert bitte ruhig meinen Kanal. Hier an diesem ITE-Chip oben rechts in der Ecke müssen normalerweise 3,3 Volt anliegen. Dieser Chip schaltet auch die anderen Spannungsregler durch. Und hier der mittlere Bereich der Platine, der dient praktisch zur Stromversorgung. Hier kommen praktisch die Batteriespannung an. Hier sieht man noch zwei Dioden. Hier läuft der Strom zunächst über eine Diode, über einen Widerstand, und dann haben wir hier einen Spannungswandler, der in Verbindung mit der Spule die 3,3 Volt erzeugt. Hier in dem Bereich seht ihr das. Hier noch der Prozessor zu sehen. Hier oben rechts in der Ecke müssten ja normalerweise die 3,3 Versorgungsspannung für diesen ITE-Chip anliegen. Ich habe dann da mal gemessen gegen Masse und habe festgestellt, da ist ein Kurzschluss, und dann habe ich da einen Draht angelötet, und über diesen Draht habe ich 3 Volt angelegt, und dann sieht man sofort, dass dieser ITE-Chip heiß wird. Ich habe dann auf eBay einen neuen Chip bestellt und den mit bleihaltigen Lötpunkten versehen, damit man den leichter einlöten kann, denn bleihaltiges Lötzinn hat einen deutlich geringeren Schmelzpunkt. Hier seht ihr nochmal diesen Kondensator, wo normalerweise die 3,3 Volt anliegen. Es ist also klar, dass dieser Chip kaputt ist, wenn der warm wird, wenn man da eine Spannung von 3 Volt anlegt. Deswegen, wie gesagt, ein neuer Chip. Zunächst saß, dachte ich auch, dass es dann funktioniert. Hier seht ihr nochmal den neuen Chip, den ich rebollt habe mit neuen Blei-Lötkugeln aus bleihaltigem Lötzinn. Ihr müsst den natürlich in die richtige Position legen, und dann kann man den sehr leicht mit Heißluft wieder neu verlöten. Ich habe auch nochmal nachgemessen, es gibt an dem Akku noch einen mittleren Datenpin. Dieser Datenpin führt auch genau zu diesem ITE-Chip. Wenn jetzt der Akku nicht richtig drin liegt oder beim Rausnehmen des alten Akkus, der sich verkantet, kann es passieren, dass die volle Akkuspannung an diesen mittleren Datenpin vom Akku anlegt und damit an diesem ITE-Chip, und dadurch ist der auch wohl kaputt gegangen, ist meine Vermutung. Denn das Problem war ja erst aufgetreten, nachdem der Akku getauscht wurde. Auch da hat wieder Microsoft die Reparatur erschwert. Ihr müsst also leider immer bei dem Gerät komplett das Mainboard ausbauen. Und dazu muss man alles zerlegen und auch den Lüfter von der CPU. Deswegen ist diese Reparatur auch sehr aufwendig. Also ein Akkuwechsel bei dem Gerät ist wirklich sehr aufwendig. Vor dem Einlöten den Chip immer möglichst genau platzieren. Man sieht dann auch, wenn die alle Lötbälle flüssig sind, dann springt der in die richtige Position und dreht sich nochmal so ein bisschen. Ich mache auch immer Bilder vor dem Einlöten von dem alten IC, dann weiß ich genau, wie ich den hinlegen muss, damit der dann später in die richtige Position rutscht. Jetzt haben wir hier nochmal, messen wir nochmal gegen Masse an dieser 3-Volt-Line im stromlosen Zustand, und da messe ich jetzt einen Widerstand von 800 Ohm. Das scheint wohl normal zu sein. Leider hat sich aber gezeigt, dass das Gerät trotzdem noch nicht anging. Ich habe dann nochmal weiter gemessen. Also hier kommen die volle Batteriespannung rein an diesen roten Punkten. Das war noch soweit in Ordnung. Hier mal eine Diode, da liegen auch noch die 8 Volt Batteriespannung an, hinter der Diode auch noch. Das heißt, die Diode ist noch in Ordnung. Dann geht das hier durch einen, ich glaube, 0,02 Ohm Widerstand. Da liegen noch 8 Volt ein, aber hinter dem Widerstand
Stand, liegen keine 8 Volt Batteriespannung mehr an. Das bedeutet, dass dieses Bauteil vermutlich auch noch kaputt ist. Hier seht ihr das. Ich habe dann eine winzige Drahtbrücke genommen, um den Widerstand zu unterbrücken, weil der annähernd 0 Ohm haben muss. Und nachdem ich das gemacht habe, ging das Gerät auch wieder an. Ich hatte aber vorher dummerweise auch einmal den Spannungsregler IC ausgelötet. Den seht ihr hier rechts hier nochmal in der Ecke. In Verbindung mit der Spule erzeugt er dann immer, macht er aus einer hohen Spannung eine niedrige Spannung. Man hat immer beim Laptop sogenannte Abwärtswandler, nennt sich das. Da wird durch ganz schnelles Zerhaken Ein- und Ausschaltvorgänge in Verbindung mit einer Spule und einem Kondensator aus einer hohen Spannung eine niedrigere erzeugt. Das könnt ihr auch mal nachlesen, indem ihr bei Wikipedia einfach mal den Stichwort Abwärtswandler eingibt, und solche Schaltungen werden durch 2 Transistoren realisiert und eine Spule und einen Kondensator. Hier in dem Fall sind die 2 Schalttransistoren in diesem Chip integriert. Das ist ein kompletter Spannungswandler IC. Wir werfen jetzt noch mal einen kurzen Blick auf den Schaltplan. Also hier haben wir die Eingangsspannung der Batterie. Dann wird über diesen Step-Down- oder Abwärtswandler die 3,3 Volt erzeugt. Hierüber ist noch mal die Bezeichnung von dem Spannungswandler IC genannt. TPS6421 steht da. Und jetzt schauen wir uns noch mal die Stelle an, wo also die 3,3 Volt erzeugt werden sollen. Hier an dem hier haben wir also erstmal die V-Always-On-Spannung, die Batteriespannung, aus der wird jetzt, die fließt jetzt hier über eine Diode und einen Widerstand, und dann haben wir da die Batteriespannung auf dieser Line V-Always-On. Hier war auch der Widerstand ja durchgebrannt, deswegen hatten wir an dem Eingang von diesem Spannungswandler IC, das nennt sich V-In, der Pin, also Eingangsspannung, da habe ich ja keine Spannung gemessen. Und dann kann natürlich dieser Chip auch nicht die Ausgangsspannung von 3,3 Volt erzeugen. Hier sehen wir das nochmal sehr schön auf dem Schaltplan. Hier die Spule, und da an den Ausgängen der Spule müssten dann die 3,3 Volt anliegen. Ich habe ja dann den Widerstand gebrückt, diesen 0,01 Ohm Widerstand durch die Drahtbrücke, sodass hier die Spannung wieder anlag. Always on, also die Batteriespannung, und dann hatte ich auch wieder meine 3,3 Volt. Hier nochmal das Datenblatt von dem Spannungswandler IC. Da sehen wir nochmal schön das Blockschaltbild hier mit der Eingangsspannung V-In. Und hier kommen dann praktisch über diese Spule, werden dann aus dieser niedrigeren, aus dieser 8-Volt-Spannung dann diese 3,2-Volt-Spannung erzeugt. Hier seht ihr nochmal ein Bild von einem aufgeblähten Akku. Dieser schwarze Akku ist aber ein anderes Gerät, und der silberne Akku ist hier deutlich aufgebläht. Und man kann hier sehen, an wie stark dann der später dieses Display rausgedrückt hat. Das Display wurde schon fast zerbrochen durch diesen aufgeblähten Akku. Deswegen musste ich diesen Akku auf jeden Fall tauschen. Hier sieht man das auch nochmal, den Spalt, deutlich. Und wenn man länger gewartet hätte, wäre also das Display zerbrochen. Hier nochmal ein Video von dem fertig reparierten Gerät. Bitte nicht zu dicke Klebebänder nehmen, damit man das Gerät auch wieder öffnen kann. Dieses Gerät hat nicht umsonst die schlechtesten Bewertungen auf iFixit bekommen, was die Reparierbarkeit angeht. Bei dem neueren Modell wie dem Surface Pro 6 ist sogar die Festplatte fest verlötet. Auch dazu werde ich noch ein Video machen. Und auch, wie man die Geräte öffnet. Deswegen bitte auch meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.